Dies ist eine Videoantwort für Rico auch hier und Xendrax. Übrigens, ich grüße dich auch, Michael Indoor Ranger. Und ich grüße dich, Andy. Das Buch ist endlich in der Bibliothek, in der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe verfügbar. Ich bin der erste Ausleiher. Ja, es geht um Messerlust und Frust und um einen Hund. Ich benutze hier gerade übrigens unter anderem alte Brombeerranken, die zum Teil auch noch gut gehen. Ich sollte es mal gerade anpusten. Da sieht's uns, da geht's. Also ich selbst habe keinen Hund gehabt und hat mir natürlich, wie jeder Junge wahrscheinlich, immer einen Hund gewünscht. Und habe mich dabei begnügen müssen, dass ich in Büchern über Hunde lese oder Nachbarshunden zuschaue, wie die Nachbarn mit ihren Hunden umgehen. Ich habe keinen Hund, weil ich das zeitlich nicht hinkriege. Ein Hund braucht Aufmerksamkeit, meiner Meinung nach. Er ist ein Herdentier irgendwo. Der braucht es einfach, dass man sich sehr viel um ihn kümmert, dass man mit ihm zusammen ist. Und da ich studiere, habe ich da nicht so unbedingt die Möglichkeit, mich jetzt morgens, abends viel mit ihm zu beschäftigen und unter dem Tag auch nochmal öfter. Also ein Hund darf nicht allein sein, meiner Meinung nach. Ja, ach übrigens, Couchcamper, du weißt schon. Und von daher, also wenn ich einen Hund hätte, dann hätte ich einen mit kurzen Haaren, also keinen Langhaar. Und ich mag sehr die Golden Retrievers, die altdeutschen Schäferhunde, also noch nicht die mit dem hinten runter gezüchteten Hinterteil. Das schmeckt schon gut, ist schon fast zu heiß. Aber das Jogo zieht so gut, dass das hier rauskocht. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde es toll, ich finde es richtig toll und beglückwünsche jeden, der einen Hund halten kann, sich leisten kann. Ich persönlich würde allerdings eher einen Hund im ländlichen Gebiet bevorzugen. Ja, was soll ich sagen noch? Also ich wünsche mir selber mal, wenn ich dann fertig bin mit Studium und einen Beruf nachgehe, dass ich dann einen Hund hätte, der eben auf dem Land groß werden kann. Wenn ich wirklich Grundschullehrer werde, was ich auch hoffe, dann hoffe ich, dass ich dreimal am Tag mit dem Hund Zeit verbringen kann, mit ihm auslaufen kann, mit ihm Fahrrad fahren kann,
Ich fahre ja sowieso gerne Fahrrad, dass er seinen Auslauf kriegt. Und jetzt komme ich zur anderen Videoantwort an Xendrax. Xendrax oder so ähnlich. Ich grüße dich auch. Es geht um Messer, Lust und Frust. Da muss ich jetzt gerade mal umdisponieren. Messer sind schon eine Faszination und ich glaube, jeder Bushcrafter, jeder Survivalist, ja, jeder Messersammler kann verstehen, was wir damit verbinden, wenn wir sagen, Messer ist eine Faszination. Und ich habe mich sehr drauf gefreut, als ich vor einiger Zeit mein Otopoko Damast Edition bekommen habe. Ich muss mal gerade umschalten auf Makro. Sorry. Das kennen ja einige noch aus meinem Paket von Otopoko und Bestauning, wie ich es genannt habe, Video. Und ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Ich kann nichts dagegen sagen. Ich liebe damit zu schnitzen, zu arbeiten. Leider ist es ein bisschen zu klein, um wirklich Holz zu spalten. Und ein zweites Messer, was ich hier auch schon längere Zeit habe, einige kennen es, das ist vom Lepus. Das hat er mir nach meinem Entwurf geschmiedet. Und es ist auch ein Lustmesser, es ist eine tolle Anschauung, also ich mag es einfach von der Art, wie es aussieht und einfach die Idee, dass ich ein Messer, das ich entworfen habe, auch wirklich in den Händen halten kann, was ja quasi ein geistiges Produkt von mir auch umgesetzt worden ist. Ich liebe das Teil. Allerdings muss ich sagen, ich habe mir mehr erwartet davon, als es wirklich ist, und das liegt an meiner Konstruktion. Und zwar habe ich hier die Schneide nicht abgestützt. Und ich muss schon sagen, dass durch die Art der Schmiede hier irgendwo eine Sollbruchstelle entstehen würde. Also ich würde es nicht für sehr harte Arbeiten rannehmen. Aber ich liebe dieses Messer auch, auch wenn ich es nicht so viel dabei habe. Ein bisschen Messerfrust und Lust habe ich auch an meinem Swiss Champ EDC, was ich immer hier in meiner Geldtasche, ups, bei jeder Jeans oder vielen, ups, sorry, alles live passiert halt. Ich habe das ja immer hier drin stecken, in meiner Geldtasche von der Hose, mit Lanyard schnell griffbereit. Und, ach interessant, das sieht auch interessant aus, wenn man das so hintereinander legt. Wunderbares Messer, viele Jahre alt, hat mir sehr gut gedient. Ein bisschen Frust habe ich mit dem Aspekt, dass ein paar Werkzeuge einfach locker werden. Zum Beispiel, wo ist es, die Stichale hier? Das ist mal mit einer Hand. Man sieht sie ja schon an, die ist einfach locker. Hier wackelt ein bisschen hin und her. Naja, aber dafür ist auch viel benutzt worden. Ich muss halt aufpassen, wenn ich ein Loch bohre, dass es nicht zuklappt, weil meine Finger größer sind als hier das Ricasso. Und hier an der Stelle fängt es an, halt scharf zu werden. Ein wunderschönes, kaltes Wetter. Und jetzt ist aber mein Essen endgültig wohl auch heiß. Meine Frau hat indisch gekocht. Ich habe es mir zur PH mitgenommen, und auch wenn ich hier nur 300-400 Meter weg bin von der PH,
genieße ich das Essen, als wäre es mein Bushcraft. Paradies, ich nutze einfach so, wie es geht, fast jeden Tag, um hierher zu kommen. Man hört da hinten Motorkettensägengeräusch, aber das soll mich nicht stören. Da in die Richtung gibt's Baustellenlärm aus Karlsruhe, auch soll mich das nicht stören. Ja, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen, danke für all den Support. In letzter Zeit klettern meine Abozahlen hoch, ich weiß nicht warum. Ich bin echt dankbar, dass ich euch habe und dass ich die Natur habe, dass ich hier draußen verbringen kann, auch wenn meine Hand zittrig ist von der Kälte. Wird Zeit, dass ich die Handschuhe wieder anziehe. Und ich freue mich auf das Lesen dieses Buches von Andreas Thiel, Pelle Pusteblume. Und ja, ich hoffe, dass ich das eventuell sogar in ein Projekt einbauen kann in einer pädagogischen Hochschule. Ich habe zum Beispiel Sprecherziehung als Pflichtfach und da geht es auch um Textgestaltung, wie man vorliest, wie man einen Text interessant macht oder ja auch für Kinder bildlich rüberbringt, kindgerecht rüberbringt. Und da werde ich mich dann mit beschäftigen. So, liebe Leute, in diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch alles Gute. Tschüss.